Doch, was wird aus meiner Freundin? Ich weiß zwar nicht, wer deine Freundin ist, aber in deiner arbeitsfreien Zeit kannst du sie von mir aus natürlich so oft besuchen, wie du willst. Hauptsache, die Arbeit leidet nicht darunter. Und mit meinem Sohn Bob da wirst du dich sicherlich auch gut verstehen. Er ist auch so ein kleiner Abenteurer wie du. Sicherlich werdet ihr bald gute Freunde. Ja, vielleicht. Erstmal tausend Dank und bis morgen früh. Ja, 10 Uhr bist du dann bitte morgen bei mir auf dem Hof. Alles andere werde ich dir dann morgen sagen. Geht in Ordnung. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Also ich meine, ich bin gespannt, wie du dich als Knecht machen wirst. Ich habe gute Menschenkenntnisse und ich weiß, dass du ein guter, ehrlicher und kluger Junge bist. Ich hoffe, du enttäuscht mich nicht. Na dann, mach dich mal wieder zu deiner Freundin auf. Natürlich werde ich pünktlich sein. Wie toll! Das ging ja schneller, als ich gedacht hatte. Das muss ich sofort Dragonina erzählen. Logomir wurde ein guter Knecht und so oft es ihm möglich war, besuchte er auch Dragonina. Auch mit den Kindern von Bauer Bog verstand er sich gut. Aber haben die anderen Kinder ihn nicht oft gefragt, wo er in seiner Freizeit hingeht? Und doch, sehr oft sogar. Doch schwieg er sich darüber aus. Er fürchtete zu sehr um die Sicherheit der Drachen. Irgendwann akzeptierten die Kinder, dass Nohumin nicht darüber reden wollte. Alle, außer Bogdan. War das heute ein anstrengender Arbeitstag? Naja, dann will ich mal zu Dragonina. Warte mal! Bogdan? Bist du mir etwa hinterhergelaufen? Ja, du warst wieder so schnell vom Hof runter. Und dabei will ich doch endlich wissen, wo du immer hingehst. Nichts gegen dich, aber das ist ein Geheimnis. Es geht dich nichts an. Das musst du einfach so akzeptieren. Tschüss. Und wie mich das was angeht. Ich bin doch so neugierig. Vielleicht hat Nohomir ja einen großen Sack voll Süßigkeiten und will ihn bloß nicht teilen. Oder er versteckt eine riesengroße Tafel Schokolade vor uns Kindern. Wer weiß, wer weiß. Ich muss ihm einfach folgen, aber unauffällig. Puh, jetzt bin ich schon diesen verfluchten Berg rauf, habe aber immer noch nicht herausgefunden, wo Nohumil hin will. Na, hoffentlich ist es nicht mehr so weit. Aha, jetzt bleibt er vor einer Höhle stehen. Hallo, Dragonina. Hallo Noomi. Na, geht's dir gut? Ach, wenn ich dich hier sehe, geht's mir doch immer gut. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist aber ein komischer Alligator. Moment mal, das ist ja gar kein Alligator. Das ist ja ein Drache. Und ich habe immer gedacht, die gäbe es nur im Märchen. Mal sehen, wofür ich dieses Wissen noch gebrauchen kann. So, dann werde ich mich mal hier irgendwo verstecken und auf Nohomil warten, um ihn dann gleich abzufangen. Ah, dieser Holzstapel scheint mir das geeignete Versteck zu sein.
Ach, war das ein schöner Nachmittag bei Dragonina. Und jetzt werde ich mich auch mal wieder langsam zum Hof zurückbegeben. Hoffentlich nervt mich dann Bogda nicht schon wieder mit der Frage, wo ich gewesen bin. Keine Sorge, damit werde ich dich nicht mehr nerven, denn ich weiß es jetzt. Du bist mit einer Drachin befreundet. Ich will auch einen Drachen als Freund haben. Ich will, dass du sie den anderen Kindern und mir vorstellst. Ansonsten erzähle ich alles meinem Vater. Überleg's dir. Bis morgen gebe ich dir Zeit. Oh je, jetzt ist guter Rat mal wieder teuer. Bogdan scheint mir hinterher spioniert zu haben. Ich wollte, dass nie jemand von Dragonina erfährt. Zu ihrem eigenen Schutz. Doch jetzt hat sich wohl das Blatt gewendet. Ich muss sofort mit Dragonina darüber reden. Und so machte sich Noromir wieder auf den langen Weg nach oben, auf den ehemaligen Drachenberg. Noromir, was machst du denn schon wieder hier? Dragonina, wir haben ein Problem. Bogdan, der Sohn des Bauern, auf dessen Hof ich arbeite, ist mir nachgefolgt und weiß jetzt, dass es dich gibt. Er will, dass ich die anderen Kinder und ihn hierher hole, um dich kennenzulernen. Ansonsten will er alles seinem Vater erzählen. Nun, das kommt jetzt aber sehr überraschend und unerwartet. Aber warum eigentlich nicht? Kinder verstehen oft vieles besser als Erwachsene. Doch bevor du mich ihnen vorstellst, möchte ich, dass du ihnen ein paar Drachengeschichten erzählst. Solche, die ich dir mal erzählt habe, damit sie merken, dass Drachen gutmütige Wesen und nicht etwa schreckliche Ungeheuer sind. Vielleicht hört ihr dann mal die Feindseligkeit zwischen Drachen und Menschen auf. Aus dieser Perspektive habe ich die ganze Sache ja noch gar nicht betrachtet. Eine tolle Idee. Ja, so wollen wir es machen. Dragonina, du bist einfach die Beste. Na, dann will ich mal wieder gehen. Also dann, Dragonina. Tschüss. Ja, tschüss. Bis die Tage. Und so fing Noromir an, den anderen Kindern über die alte Zeit mit den Drachen zu erzählen. Er erzählte ihnen von den vielen unterschiedlichen Geschöpfen, die einst in Bras gelebt hatten, und zeichnete diese für die Kinder in den Staub. Die Kinder waren maßlos erstaunt und hörten auf zu spielen. Lieber hörten sie Noromir zu. Gerne erzählte ihnen Noromir auch, wie die Drachen aussahen und welche verschiedenen Arten es gab. Die Geschichten ihrer Großeltern handelten immer nur von Hexen, die ungehorsame Kinder straften, oder zottigen Wölfen, die im Wald lauerten. Es kamen immer mehr Kinder, um Noromir zuzuhören. Schließlich erzählte ihm Noromir auch von der Flucht der Drachen, wegen dem damaligen König Hauke. Die Kinder mochten seine Geschichten sehr. Eines Tages machte er den Kindern nun folgenden Vorschlag. Meine Lieben, was haltet ihr davon, wenn wir uns mal auf den ehemaligen Drachenberg begeben und Dragonina besuchen? Ihr müsst mir nur eins versprechen. Ihr dürft nichts davon den Erwachsenen erzählen. Sonst könnte Dragonina in Gefahr geraten. Ihr braucht ja auch, wie gesagt, keine Angst vor Dragonina zu haben. Also, was haltet ihr davon? Ja, super! Eine tolle Idee! Noromir, du bist der Beste! Ja! Lasst uns so schnell wie möglich auf den Berg! Na dann wollen wir mal los, was? Ja, endlich geht's los! Ich bin ja so aufgeregt! Endlich sehen wir mal einen richtigen, lebendigen Drachen! Hoffentlich dauert der Marsch bis zu Dragonina nicht zu lange! Ach, ich bin ja so aufgeregt! Na dann mal los, sonst dauert es noch länger. Immer mir nach! So machten sich also alle Kinder auf dem Ausflug, um Dragonina zu besuchen. Einige Erwachsene, die den Kindern entgegenkamen, wunderten sich zwar, sagten aber vorerst nichts.
Nach einiger Zeit hatten sie es dann endlich geschafft und waren nur noch wenige Meter von der Drachenhöhle entfernt. So, jetzt mache ich mal eben ein spezielles Klopfzeichen auf dem Boden, damit Dragonina auch weiß, dass ich euch mitgebracht habe. Da ist sie schon. Hallo Dragonina. Darf ich euch vorstellen? Das ist meine allerbeste Freundin, die letzte noch lebende Drachin auf Bras. Hallo Kinder. Schön, euch mal kennenzulernen. Na, dann kommt mal mit in meine Höhle. Schade, dass diese Idylle nur von kurzer Dauer war. Doch das erzähle ich dir morgen Abend. Dann geht's nämlich richtig zur Sache. Jetzt, wo es gerade so schön wird, hörst du mit dem Erzählen auf? Nun, es ist ja auch schon wieder recht spät geworden, aber morgen Abend verspreche ich dir, die Geschichte zu Ende zu erzählen. Versprochen? Ja, versprochen.